Hier entstehen kleine Filme. Im Dülmener 1a sind Kinder derzeit dabei, mit Legosteinen, einem Handy oder Tablet einen Stop-Motion-Film zu erstellen. Die Idee hatte das Kulturbüro Dülmen. Wir sind seit 10 Jahren im Kreisverbund Coesfeld Mitglied des Förderprogramms Kulturrucksack. Und in diesem Rahmen organisieren wir jedes Jahr verschiedene Angebote, immer so nach den Interessen der Kinder. Und ja, Lego Stop Motion ist etwas, was den Kindern richtig viel Spaß macht. Und deswegen haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr mal einen Stop Motion Workshop anzubieten. Mitten im Geschehen Andreas Engemann. Er sorgte für die Legosteine. Engemann kommt aus Haltern und gehört der Interessengemeinschaft AFOL Westfalen an, was so viel heißt wie Adult Fans of Lego. Ja, die Abkürzung AFOL ist eigentlich nichts anderes als Adult Fan of Lego oder auf Deutsch gesagt die Abkürzung für erwachsene Fans von Lego. Wir sind jetzt zurzeit hier in Dülm im A1A und unterstützen hier eine Stop-Motion-Session mit unseren Legosteinen und bei den ein oder anderen Bautätigkeiten zu unterstützen. Aber wir sind auch ganz aktiv, haben eine eigene Ausstellung. Wir sind viel unterwegs auf anderen Ausstellungen. Die Filmaufnahmen laufen. Die Kinder sind voll in ihrem Element. Hier wird gerade eine Szene mit einem Banküberfall gedreht. Gestern haben wir erstmal eine Einführung in die App Stop Motion bekommen, womit wir die Lego-Filme drehen oder manche auch mit Playmobil. Und danach haben wir angefangen, mit Lego erstmal einen Hintergrund und einen Vordergrund zu bauen. Und dann mit der App können wir einzelne Fotos machen und die setzen sie dann ineinander und dann kann man die Geschwindigkeit bestimmen und dann wird das halt zu einem Film gemacht. Andreas Engemann unterstützt das Projekt mit seinem technischen Know-how. Mit Stop-Motion-Filmen kennt sich besonders die Workshop-Leiterin Gabi Schlüter gut aus. Wir machen hier mit Tablets, also die Tablets werden uns vom Kulturamt der Stadt Dülm zur Verfügung gestellt, machen wir Stop-Motion-Trickfilme und da die Lego-Freunde Dülm uns Lego zur Verfügung gestellt haben, werden die mit Lego gemacht. Grundsätzlich könnte man die Filme auch mit Knete oder irgendwelchen anderen beweglichen Figuren machen. Man kann mit dieser Technik zum Beispiel auch, wenn man von oben filmt, kann man auch mit Papier arbeiten. Also man kann mit jeglichem Material arbeiten. Für Andreas Engemann ist der Nachbau der im Kurs verwendeten Lego-Objekte einfach. In seiner Werkstatt in Haltern-Siethen arbeitet er zusammen mit anderen AFOL-Mitgliedern an ganz anderen und komplizierteren Objekten. Ja, unser Verein oder besser gesagt unsere Fangemeinschaft zurzeit besteht aus 6 festen Mitgliedern. Wir hatten mal 10 gehabt, aber die Corona-Pandemie hat uns natürlich auch so den ein oder anderes Mitglied weggebrochen und wir sind natürlich jetzt auf der Suche nach ein paar neuen Unterstützern, um halt letztendlich auch unsere eigene Ausstellung auch organisatorisch vernünftig auf die Beine zu stellen, weil mit 6 Leuten ist sowas nicht zu machen. Für das Kulturbüro ist Engemann kein Unbekannter, denn vor Corona veranstalteten Engemann und seine Vereinsmitglieder Ausstellungen mit sehenswerten Lego-Großobjekten. Noch bis zum Wochenende lief das Projekt in Dülmen. Er hofft, auf diesem Weg weitere Interessenten gewinnen zu können.